So, da sind wir wieder. Auch wieder beim Schrammo. Wir sind wieder ordentlich am Bauen hier. Immer noch. Genau, und ich wollte ja letztes Mal am Ende der letzten Folge noch was erwähnen. Und zwar, im Prinzip kann ich das sogar kurz zeigen, während du hier so ein bisschen rumbaust. Genau, mach mal. Und zwar, ich habe ja diesen unsere Let's Play-Welt hier auf meinen Server gepackt. Habe auch alles schön eingestellt, also auch in der Server-Properties für diejenigen, die sich auskennen, den richtigen Seed eingetragen, den richtigen World-Namen eingetragen, die Welt generieren lassen, dann diese Welt gelöscht und dann quasi die Let's Play-Welt stattdessen auf den FTP geladen. Und dann hat sich am ehemaligen Spawn-Punkt, wo ich dann auch den Schrammo abgeholt habe, weil irgendwie die ganzen Teleportbefehle nicht funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, warum das nicht geht, aber irgendwie wurde da trotz dessen, dass ich hier unsere Let's Play-Welt auf dem Server habe, ein kleiner Teil neu generiert. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich werde euch jetzt aber mal zeigen, ja, was sich da geändert hat. Dem einen oder anderen wird wahrscheinlich gleich der Mund nicht mehr zugehen, weil das ist echt gigantisch, was da passiert ist. Da vorne sieht man es eventuell auf der Karte schon ein wenig. Da sehen wir so einen kleinen roten Fleck. Der ein oder andere kann sich vielleicht sogar schon denken, was das ist. Und hier sieht man das schon. Ich bin jetzt einfach mal ruhig und zeig euch das mal. Das ist doch mal Wahnsinn, oder? Hier wurde eine Schlucht generiert. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Ich muss dazu sagen, ich finde das richtig geil. Meine Frage an euch, liebe Zuschauer, ist jetzt... Dürfen wir das behalten? Dürfen wir das behalten? Schreibt das mal bitte in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum das hier generiert worden ist. Es kann sein, dass der Spawn komplett neu generiert worden ist. Also diese irgendwie, keine Ahnung, die paar Chunks um den Spawn rum. Aber offiziell hier war der Spawn und hier war ja, ihr könnt euch an Folge 0 erinnern, war hier normales Schneegebiet. Genauso wie außenrum. Also wie gesagt, ich finde das richtig geil gerade. Und meine Frage an euch wäre halt, dürfen wir das behalten? Dann könnten wir hier in einer der nächsten Folgen tatsächlich mal herkommen und dann einfach mal die ganze Schlucht auskundschaften. Das fände ich auf jeden Fall ziemlich geil. Das fände ich auf jeden Fall ziemlich geil. Und der Schrammo hat da auch einen netten Kommentar gebracht. Kannst du im Prinzip mal wiederholen. Das Lustige war ja, dass ich ja wirklich direkt an der Spitze dieser Schlucht gespawnt bin. Und man möchte meinen, ich bin quasi der Deathwing von Minecraft. Kaum bin ich auf der Welt, zerreißt die ganze Welt. Genau. War auf jeden Fall ein sehr passender Kommentar. Also für diejenigen, die Deathwing nicht kennen, das ist quasi von dem letzten World of Warcraft Add-on der Bösewicht des Add-ons. Das ist so ein riesen, mega, extrem brutal gefährlicher Drache, der ungefähr die halbe Welt zerstört hat mit dem letzten Add-on. Also der hat wirklich teilweise riesige Schluchten in die Weltkarte gerissen. Und ja, das hat vom Kommentar auf jeden Fall sehr, sehr gut gepasst und das fand ich auf jeden Fall ziemlich witzig. Aber wie gesagt, die Schlucht gerade neu generiert auf dem Server. Ich weiß, wie gesagt, nicht, woher die kommt. Finde ich auf jeden Fall nice. Ihr könnt da ja mal eure Meinung zu sagen. Ich denke jetzt nicht, dass da viele was dagegen haben werden, weil das ist wieder ein sehr geiles Gebiet, was wir dann auf jeden Fall so 7, 8, 9, 10 Folgen erkunden können. Was würdest du denn dazu sagen? Also, mir persönlich gefällt die Schlucht wirklich gut, aber ja, also... Hattest du vorher nicht was anderes an? Natürlich, aber ich ziehe mich öfter mal um. Nur weil du die ganze Zeit immer mit denselben Klamotten rumlaufst, muss ich das doch nicht machen, oder? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verplant. Wie hast denn du das gemacht? Du hattest doch vorher im Kleiderschrank eben. Alter, du verwirrst mich gerade. Soll ich hier noch ein bisschen die Wand rausreißen? Oder? Ja, mach das mal. Okay, alles klar. Du siehst ja diese lustigen Erdblöcke, das habe ich mir so abgesteckt. Ich bin der Meinung, so in der Art hatte ich es auch in dem Video, dass das quasi die Sitzplätze sind und hier zwischen dann der Tisch steht. Okay. Ich glaube, mit zwei Abstand zur Wand ist das in Ordnung immer. Da hinten wäre das aber, glaube ich, der Stuhl wäre eins näher am Tisch als hier drüben, weil hier ist noch ein Platz frei. Ah ja, gut, stimmt, dann kommt es auch hier noch mit zwei, dann passt das wieder. Ich meine, da hinten können wir ja noch ein paar Blöcke hintergehen, das ist ja kein Problem, in die Wand, da ist ja noch ein bisschen Berg. Genau. Und du wolltest ja auch dieses Fenster haben, dann müsste man am besten mal gucken, wo hier der Berg aufhört, dann könnte man den ganzen Tisch noch weiter nach... Da fehlt nicht mehr viel, das sind vielleicht noch zwei, drei Blöcke. Sie sieht zumindest von der Karte her so aus. Ja, ich habe hier gerade schon Frischluft, aber es waren ein bisschen mehr als zwei Blöcke, aber ich bin draußen. Okay. Ja, dann könnte man den Tisch ja noch ein bisschen in die Richtung verschieben oder richtig, so. Richtig, genau. Das ist auch irgendwie ein bisschen so paradox, einen großen Tisch in Minecraft zu bauen. Mm. Wo man doch eigentlich alleine auf der Welt ist. Ja, man kann ja vielleicht mal so Creeper oder so einladen. Sind ja nicht alles Arschlöcher. Nein, nein.
Das sind alles so Vorurteile. Genauso wie, hey, alle Türken sind Assis oder so. Das ist nicht so, das ist nicht so. Nein, nein, nicht alle. Es gibt auch nette Creeper, die kommen dann mit ihren Kindern. Da haben wir ja draußen auch so ein schönes Bild, wo wir ein Kind von einem befreundeten Creeper sehen. Das haben die mir letztens so zum Geburtstag geschenkt, so als kleines Andenken, dass ich quasi die nie vergesse. Das sind gute Freunde von mir auf jeden Fall und ja, deswegen habe ich das Bild da draußen noch aufgehängt. Finde ich auf jeden Fall ziemlich nett. So, ich brauche jetzt erstmal Spitzhacken. Wo wir gerade bei netten Creepern sowas sind, da fällt mir immer ein YouTube-Video ein. Das nennt sich Epic Minecraft, glaube ich, bin ich der Meinung. Das ist ein Kurzvideo im Comic-Style und da ist halt auch ein Creep. Oh, es ist Nacht draußen, ne? Es ist Nacht. Oh. Ich notiere mir das mal schnell, dann kann ich das vielleicht direkt unter dieser Folge auch verlinken. Wie heißt das? Epic? Epic Minecraft, das habe ich in meinen Favoriten noch. Minecraft, also okay. Genau, also das, ja, kannst du mir dann ja später schicken. Genau. Kommst du übrigens mal ins Bett? Ja, ich komm doch schon. Muss mich hier noch schnell frisch machen, dass ich nicht stinke. Das ist gut. Wo ich ja sowieso immer an deinen Füßen liegen muss. Genau. So, gute Nacht. Nacht. Wunderbar. Und schon wieder ein Schaf draußen. Irgendwie schaffen die das immer dort auszubüchsen. Hast also du eine Ahnung, woran das liegt? Die glitschen da ja gesagt, teilweise durch. Das ist... Also ehrlich gesagt, nee, ich fand ja die Kuh in deiner gestrigen Folge oder in deiner heutigen Folge. Haha. Oh Gott, ja. wenn die Folge läuft, ist das schon ein paar Tage her. Oh mein Gott. Aber die Kuh im Haus fand die Kuh im Haus fand ich ja viel interessanter. Also echt keine Ahnung, warum das. Mhm. Ja. Übrigens bei den Hühnern braucht man eigentlich nur eine Zaunhöhe, aber. Ich habe keine Ahnung, ich dachte, die können fliegen. Nee, die sind genauso dumm, wie sie aussehen. Okay. Wobei ich ehrlich sagen muss, die Schafe sind irgendwie die dümmsten Tiere in dem Spiel. Die kriegen ja gar nichts gebacken. Ja, hallo, die hast du auch total koloriert. Stell dir mal vor, du wirst da mit Farbe voll geklatscht und sowas. Natürlich wirkt sich das aufs Gehirn aus. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte mir Werkzeuge basteln. Jetzt habe ich ja alles ganz vergessen. So, Schipizaken. Brauchst du auch noch was? Ich hab noch. Ich bin okay, alles klar. Vorbereitet. So. Das Blöde ist, meine Nase läuft gerade wieder. Halt sie fest. Ja. Ja, sehr gut. Ich mag mir jetzt auch nicht die Nase putzen. Ich habe ihm vorhin extra noch Schnupfenspray reingepfeffert, dass das hier nicht passiert in der Aufnahme. Und jetzt kommt die Scheiße wieder. Schnupfenspray ist so eine Sache, die will ich nie verstehen. Ich finde das total widerlich. Ich mag das gar nicht, das ist so ein Zeug. Echt? Ja, ich mag das gar nicht, ja. Widerlich. Macht aber die Nase frei. Ja, ich kann auch die Nase putzen, ist ja auch frei. Ja, aber ich meine, wenn das alles geschwellt ist, dann kriegt man da trotzdem komisch Luft. Und ich höre mich ja eh immer total, wenn ich krank bin, total bescheuert dann in den Aufnahmen. Das hatten wir ja schon öfter. Also so richtig nasal, als ob ich mir die Nase zuhalte. So, hallo Schrambo, wie geht's dir? So, mir geht's ganz gut und dir? Ja, also das ist ein bisschen blöd. Das ist echt ein bisschen blöd. Ach, reißen wir einfach die ganze scheiß Wand hier auf. Die können wir ja dann wieder zubauen. Ich wollte gerade sagen, wir können von draußen ja eh wieder Erde dran klatschen, dass es ein bisschen natürlich aussieht. Oh, der arme kleine Berg, was wird aus ihm gemacht? Muss aber echt sagen, das ist saugeiler Zufall gewesen, dass ich den hier gesehen habe. Beziehungsweise, dass der eben hier generiert worden ist. Das ist, ich weiß nicht, normal, wenn man zum Beispiel Minecraft-Testaufnahmen, da habe ich auch einige hinter mir, bevor ich mit dem Let's Play angefangen habe. Da generiert man eine Welt ohne Seed, also ganz normal Namen eingeben und dann eine Welt generieren. Und da kommt zu 95% so ein extrem herber Scheiß dabei raus. Ja. Muss ich echt sagen, da hatte ich hier richtig, richtig, richtig großes Glück dabei. Das Beste, was ich mal hatte, war tatsächlich eine Insel in einem Wasser, im Wasser. Also eine kleine Insel, da waren also drei Bäume drauf. Und okay. In der Mitte war so eine kleine Oase. Und, das ist hübsch. Und rundherum war dann Wasser, aber da war auch nur Wasser, da war sonst nichts weiter. Okay. Also ich musste da Ewigkeit mit so einem kleinen Boot die Gegend schippern, bis ich mal irgendwie eine andere Insel gefunden habe. Das war auch nur eine Insel. Okay, krass. Ja. Das kleine, kurze Minecraft-Let's Play vom Julian war ja auch ziemlich interessant, sage ich mal. Das war... Würde ich jetzt nicht spoilern, ich würde das eventuell auch unten einfach ins Video packen. Das geht, glaube ich, nicht allzu lang. Nee, das ist das kann man sich kurz mal anschauen. Sagen wir mal, es ist also ein Minecraft-Speedrun gewesen. Genau. Ich notiere mir das hier auch mal. Also, Epic Minecraft, dann Julians... Genau, Julian, nicht Julian. Ganz wichtig, Julian. Genau, weil er ist ja nicht Julians Block. Er ist zwar genauso so ein Assi, aber... Nein, das stimmt gar nicht.
Er ist noch ein größerer Assi. Ah ja, okay. So kann man es natürlich auch ausdrücken. So, alles klar. Nee, aber wie gesagt, also Minecraft-Welten ist echt so eine Glückssache. Das ist, wenn ich mal für mich privat eine Welt anfange, dann muss ich da meistens 10, 15 Welten generieren. Weil ich mag das auch gar nicht, irgendwo in einem hässlichen Gebiet zu spawnen. Ich meine, das ist ja im Prinzip auch der Reiz von Minecraft, dass man eben auch aus dieser Scheißsituation irgendwas macht, aber... Genau, das finde ich sogar, also ich finde das gar nicht mal so schlimm. Es ist bloß halt, wenn du wirklich was zeigen willst, also sag ich mal, so spielen möchtest, wie du jetzt spielst, ist das natürlich ärgerlich. Aber sonst, wenn du so privat Minecraft spielst, wie krank das auch immer klingt, finde ich das interessant, weil du weißt halt, das ist nicht, was kommt dahinter. Nur weil der Anfang scheiße ist, heißt ja nicht, dass der Rest der Welt so scheiße ist. Ja, natürlich, das ist schon richtig. Aber irgendwie, bei mir ist das so, sobald ich irgendwie ein Schneegebiet sehe oder, keine Ahnung, irgendwo... Ich weiß nicht, irgendwie ist da bei mir so eine Blockade, dann lösche ich lieber schnell die Map und starte die wieder neu. Keine Ahnung, das ist, weiß ich nicht. Was hast du gegen Schnee? Da kann man schöne Iglus bauen und so. Na, ist nicht so meins. Ich mag hier diese grünen, saftigen Wiesen deutlich lieber. Dschungel und sowas ist auch nicht meins. Dschungel mag ich zum Echt Beispiel nicht? Gar nicht, nee. Ach, das Dschungel ist richtig schön, da kann man sich so schön, am besten wenn man, ach verdammt, falsches Holz, wenn man mehrere... mittelgroße Bäume nebeneinander, dann kann man sich da schöne, sag ich mal, so eine kleine Siedlung über den Wolken oder über den Bäumen quasi ansiedeln. Immer in den Bäumen so kleine Hütten drin, wo dann immer nur ein Raum drin ist, wo dann zum Beispiel dein Bett drin hast oder halt deine Truhe und sowas. Habe ich auch schon mal Just Fun gemacht. Und dann quasi so mit kleinen Brücken verbinden, oder? Ja, genau. Okay. Ja, klingt auf jeden Fall nice. Ja, aber keine Ahnung, ich zocke ja privat nicht mehr so viel und dann möchte ich es dann so gesehen auch irgendwie, sag ich mal in Anführungsstrichen, perfekt haben. Brauchst du noch oder hast du noch? Ich brauche noch, ja, aber weißt du eigentlich, wie krank das klingt, wenn man sagt, dass man privat nicht mehr zockt? Das ist aber tatsächlich so. Ja, also ich weiß. Das ist bei vielen Leuten so, die Let's Plays machen. Also diejenigen, die jetzt hier zuschauen und keine Let's Plays machen, sondern wirklich nur zuschauen, das ist wirklich so, man hat im Prinzip auch, also wenn man nicht so ein richtig krasser Hardcore-Zocker ist, der sonst auch so 10 Stunden pro Tag gezockt hat, hat man auch ehrlich gesagt sonst keinen Bock mehr. Zumindest ist das bei mir so. Mir reicht das mit den Let's Plays. Ich nehme jeden Tag so eine Stunde ungefähr auf den Tag runtergebrochen und dann reicht mir das auch. Ich brauche da nicht mehr. Das ist irgendwie... Keine Ahnung. Was ich bei mir gemerkt habe, ist immer, ich mache grundsätzlich meistens eine Aufnahme mit an oder laber halt irgendwas dazu, weil ich einfach die Angst habe, jetzt passiert irgendwas. Das kannst du dir heute zeigen und dann hast du es nicht aufgenommen. Ach. Genau. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also ich zocke privat nicht mehr wirklich und wenn ich dann wirklich mal eine neue Minecraft-Welt starten sollte, einfach so just for fun, dann möchte ich das so haben, dass ich mich da direkt drin wohlfühle. Natürlich ist das wieder komplett subjektiv, weil manche Leute mögen eben auch dieses Abenteuer, sag ich mal, dass du wirklich in so einem unwirtlichen Gebiet dir quasi wieder was Schönes zauberst. Keine Ahnung. Ich mag das auf jeden Fall nicht. Ich hack dir hier draußen gerade noch wieder ein bisschen Holz. Okay. Hast du eigentlich schon mal eine Adventure-Map gespielt? Nee, absolut noch gar nicht. Ich habe mir zwar ab und zu schon mal ein bisschen was angeguckt. Sieht auch absolut interessant aus. Könnte man eventuell mal in Angriff nehmen. Weiß ich nicht. Finde ich auf jeden Fall, gibt es ziemlich geile Sachen. Genau, gesehen habe ich nämlich auch schon viel, aber ich habe die Dinger nie gespielt. Ich weiß gar nicht, wie die sich wirklich spielen, weil ich stelle mir es immer recht, weil ich finde Jump'n'Run mit Minecraft teilweise doch recht hakelig, so wenn man das so normal so erlebt, wenn man irgendwo hochklettern möchte. Ich kann mir das immer recht schwer vorstellen, so eine richtige Adventure-Map, aber okay. Da habe ich mal eins gesehen, ich glaube, das war vom Table Tennis Gamer. Das war so ein, 6 oder 7 Minuten langes Video, was im Zeitraffer war. Und das war so eine, es war ja nicht mal eine Adventure-Map, es war so eine Geschicklichkeits-Map, wo irgendwie über eine richtig lange Strecke immer ein Block irgendwo in der Luft platziert war und dann war irgendwie 3, 4 Blöcke drumherum nichts. Das heißt, du musstest rennen und dann quasi im richtigen Moment abspringen und auf dem nächsten Block landen. Aber das war so, wenn du runtergefallen bist, war es zu hoch, um quasi wieder hinzukommen. Das heißt, du musstest von ganz Anfang anfangen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte da keinen Nerv zu. Das finde ich sogar noch eine Ecke krasser als Super Meat Boy. geht nicht. Also sowas ist schon wieder ekelhaft, muss ich ehrlich sagen. Aber dann gibt's halt wieder diese Adventure-Maps, wo du kleinere Rätsel und sowas lösen musst. Das finde ich dann wiederum interessant. Und da hätte ich sicher schon mal Bock drauf. Auf jeden Fall. Muss ich mal gucken. Muss man auf jeden Fall mal gucken. Ja.
Das Problem ist, es gibt ja mittlerweile auch so viele. Ich finde das mal schwer. Ich meine, die Skyblock, das habe ich mir auch bei 2, 3 Leuten mal angeguckt. Das sah interessant aus, aber ich kann es mir auch immer so. Weiß ich nicht. Wenn du da was falsch machst, ist es teilweise immer schon so vorbei. Ja. Guck mal her. Da. Ein Stack. Hey. Ich danke. So, ich habe mal. Guck mal, bleib mal kurz hier. Wegen dem Fensterteil. Ich habe das mal eben hier so ausgehoben. Ich weiß nicht, ob wir das hier so hinplatzen. Wir können es ja natürlich auch noch größer machen. Wir könnten theoretisch auch noch hier noch. Warte, Schaufel, Schaufel, Schaufel da. Zack, zack. Und dann machen wir hier das Ganze. Dann ist das nicht ganz so spitz zuläufig. Könnten, ja, man könnte das auf jeden Fall ein bisschen verbreitern. Und das ist halt, wie da hinten bei dem Gang so ein bisschen rund wird. Könnte man machen. Ich hätte das dann gerne so mittig vom Tisch aus. Das wäre optimal. Okay. Dass das hier quasi genau zentral im Raum ist. Oh, guck mal, das ist sogar schon zentriert. So, als hätte da jemand schon vorher drauf geachtet. Perfekt. Oh, Schrammo, du bist echt faszinierend. Sehr schön. Ja, dann mach mal das so, oder? Okay. Sieht auf jeden Fall gut aus. Dann, ja, ich guck gerade nochmal von der Deckenhöhe her, weil, ich weiß nicht, ich hatte ja auch diese, wie heißt denn das, an den Rand, die Dinger, jetzt habe ich den Namen vergessen. Weißt du, was ich meine? Das Holz, ich hatte ja noch hier von der Decke so Bordüren, ist das eine Bordüre? Keine Ahnung. Meinst du diese lustigen Half-Slaps oder was da war? Ja, genau. Okay. Ich weiß nicht, ob sowas auch sein soll. Der Speisesaal kann von mir aus ein bisschen wuchtiger sein nach oben. Das würde, glaube ich, gar nicht mal schlecht ausschauen. Ansonsten ist das so ein bisschen beengend, ja, weil das ist ja auch von der Fläche ziemlich groß. Also kann es von mir aus auch nach oben ziemlich groß werden. Genau, ich glaube, wir müssen nämlich noch einen höher, aber ich glaube, wir müssen erstmal wieder in die Kiste springen. Ich bin müde. Okay, alles klar. Nein, aber mein ernsthaft, wie hast du nur deine Klamotten gewechselt? Im Kleiderschrank. Wo denn? Im Kleiderschrank. Wo gibt's den? Du weißt doch wohl, wo dein Kleiderschrank steht. Nein. Hallo, Sinan. Wo denn? Na hier. Da ist ein Bild. Nein, da ist ein Kleiderschrank. Alter, du verwirrst mich. Ich habe keine Ahnung, warum ich bei dir andere Klamotten anhab. Oder ich habe da am Anfang nicht drauf geachtet. Aber dieses grüne Oberteil, das hätte mir eigentlich ins Auge stechen müssen ganz am Anfang. Das ist lustig. Ich habe nämlich, pass auf, das wird jetzt wahrscheinlich ein kleiner Bug sein. Weil ich habe nämlich ursprünglich, das hat man wahrscheinlich gerade meinen Stuhl gehört, ich habe ursprünglich, also ich habe ein anderes Skin als das, was mir selbst auch angezeigt wird. Wahrscheinlich ist bei dir das richtige geladen mit so einem grün-weiß karierten Hemd oben irgendwie. Genau, schaust aus wie ein Creeper. Was? Nein. Doch. Auf deinem Rücken ist ein Creeper-Gesicht. Ja, okay, auf dem Rücken, genau. Und jetzt, bei mir habe ich aber noch so ein dunkles Shirt an, so mit dunklen Haaren, sieht so ein bisschen angepasst aus, sag ich mal. Freaky. Jetzt, ich bin kurz davor, kurz in die erste Folge zu schauen, ob ich mich da jetzt irre. Na gut, das mache ich später. Aber das, Wahnsinn. Also dieses Grün wäre mir auf jeden Fall ganz am Anfang ins Auge gestochen. Oder ich bin heute wirklich blöd, ich habe keine Ahnung. Das wäre ja auch nichts Neues bei mir. Oh, das gibt wirklich einen Kleiderschrank und ich verarsche dich gerade nur. Ja, keine Ahnung. So, mal gucken. Ich glaube, wir müssen also von der Höhe, müssen wir glaube ich sowieso noch einen höher, damit das vernünftig aussieht. Jupp. Und dann, was ich so ein bisschen ärgerlich finde, jetzt hier mit dem Fenster, was wir bauen, ist halt, dass die Erde, sag ich mal, auf Höhe der Fenster ist. Das finde ich persönlich nicht ganz so hübsch, aber ich weiß nicht, ob wir hier ein bisschen Erde abtragen noch. Ich denke, das können wir machen, beziehungsweise kann ich das dann auch später machen. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt jetzt machen, aber dass ich das dann halt auch wie bei dem Gang drüben machen würde, dass ich das ja quasi auf Bodenhöhe macht. Also genau, auf Bodenhöhe abtragen und dann, dass halt die Hügellandschaft quasi ein bisschen weiter hinten anfängt. Mhm. Dass man da auf jeden Fall noch ein bisschen, dass das halt ein bisschen schöner ausschaut, auf jeden Fall. Okay. Können wir aber auch eine Aufnahme machen, ist mir im Prinzip egal. Ja, haben wir Zeit. Haben wir Samstag immer noch. Genau. Und ich muss heute wieder arbeiten. Oh. Warum hattest du eigentlich so früh Feierabend? Ja, das ist bei uns Samstags immer so. Wir haben Samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet und deswegen, ja. Okay. Chillig. Ja, ich muss allerdings jetzt die nächsten 6 Samstage auch noch arbeiten. Das ist dann immer so ein bisschen ärgerlich. Okay. Ja, aber ich meine, solange es wirklich nur ein paar Stunden in der Früh sind. Na, ist trotzdem. Wäre schöner, wenn es nicht ist. Klar. So. Ich könnte mich echt mal auf die Suche nach Dschungelholz machen. Damit könnte man hier ein bisschen Abwechslung reinbringen. Weil das Haus ist ja jetzt doch tatsächlich hier ziemlich gleich alles. Genau, theoretisch könntest du ja sogar vielleicht mal einen kleinen Abstecher in die Schlucht machen. Musst du mal ganz kurz reingucken und solche Geschichten. Ich kann ja hier in der Zwischenzeit weiterbauen. Ich denke mal, das ist für deine Zuschauer ja auch gar nicht ganz so spannend.
Könnte man eigentlich machen. Ich würde sagen, dass ich hier gleich mal wieder einen Schnitt mache, die Taschen leer mache, offscreen. Und ja, dann machen wir das tatsächlich vielleicht in der nächsten Folge. Oder du kommst halt kurz mit, keine Ahnung. Ne, ich baue mal weiter. Mach du mit. Okay, alles klar. Geh du mal in die Schlucht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Schnitt und sehen uns dann morgen wieder um 14 Uhr. Tschüssi. Tschüss.